Jo, und willkommen zurück zu Let's Play Gwiz. Part 4 müsste es jetzt sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ja, letztes Mal wollte ich, bevor ich das jetzt hier aktiviere, noch einen Cut machen, weil wir waren schon mal über 16 Minuten. Deswegen, los geht's! Was? Was? Warum klappt das nicht? Hängt da... Wird das von irgendwas festgehalten? Okay, ich habe jetzt eigentlich fest damit gerechnet, das wäre total easy, aber irgendwie... Komm, komm, gib dir nochmal ein bisschen mehr Mühe. Blockiert da irgendwas? Also vom Bild her müsste das ja eigentlich passen. Okay, weil wir können ja hier irgendwie hoch. Und noch weiter hoch. Okay. What the fuck? Das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. Erbärmlich von mir. Kann man eigentlich klettern? Nee, das kann man nicht. Vielleicht aber auch noch nicht. Hm. Okay. Ah, okay, verstanden. Wir brauchen einfach mehr Kraft. Das heißt, wir werden das jetzt von hier oben immer versuchen und... Puff! So. Geht doch. So, was auch immer das jetzt bewirkt. Ich habe keine Ahnung. Wow, okay, es wird alles wolkig. Ah, okay, verstanden. Dankeschön. Vom Timing her wieder perfekt, natürlich. Und hier wahrscheinlich auch wieder, ne? Das ist echt befriedigend zuzusehen, muss ich wirklich sagen. Wie es einfach mit dem perfekten Timing einfach dargelegt wird. Was passiert, wenn wir runterfallen? Ich weiß nicht, ob ich das... Nein, ich möchte es nicht ausprobieren, weil sonst kommen wir noch irgendwie weiter, wo ich gar nicht hin möchte. Ich weiß ja nicht. Oh, kriegen wir jetzt eine neue Fähigkeit? Nein, wir machen eine neue Farbe. Diesmal alles in Blau. Beziehungsweise blau-grün. Auf jeden Fall sieht es jetzt alles lebendiger aus. Grün. Okay, es ist grün, nicht blau. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir eigentlich ja theoretisch runterfallen, aber wir kommen nicht mehr zurück. Und wir können wahrscheinlich auch nicht mehr runterfallen. Ah, hätte ich es doch mal lieber gemacht. Kacke. Egal, rot und grün haben wir schon mal weggebracht. Oder zurückgebracht, besser gesagt. Ah, komme ich jetzt wieder zurück in die Hub-World? Kann das sein? Ein paar Sternchen habe ich ja immerhin gesammelt, ne? Das darf man ja nicht, nicht hier vergessen. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir nach links oder nach rechts gehen sollen. Ich glaube, das ist die Hub-World, ja. Oder? Ich muss alle Schmetterlinge befreien. Ah, guck mal, jetzt kommen auch sogar Pflanzen hier raus, ne? Die hatten wir, glaube ich, vorher auch noch gar nicht. Gucken, was rechts ist. Ah, okay. Ende ist rechts. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Super. Aber auch der Farbübergang ist geil, ne? Vorher nur rot, jetzt kommt auch das Blaue hier zurück. In die, keine Ahnung, Tempelanlage oder was auch immer das sein soll. Ja, es ist die Hub-World. So, wir haben auf jeden Fall ein paar von den, von diesen Kreisdingern da, Sternkreis, Gedönskirchen, eingesammelt. Und ich meine, da unten war doch was... Wow. Ich will noch nicht weiter. Ach, ich bringe nur die Sterne zurück, das ist in Ordnung. Ja, sind schon ein paar, die da doch fehlen, ne? Da oben die ganze Latenei.
Okay, ich mache dann da oben weiter. Alles klar. Wer weiß, wie es da oben noch weitergeht, ne? Der Stein sieht so aus, könnte ich den irgendwie nicht beeinflussen. Okay, alles klar. Auch hier habe ich natürlich wieder nichts gesagt. Okay. Weil hätte ich jetzt vermutet zum Beispiel, dass ich jetzt mal zumindest jetzt von diesen 7 Stück, die ich da brauche, irgendwie 4 oder 5 oder wie viel auch immer ich gesammelt habe, schon hätte. Okay, jetzt wird es wieder rot. Gehe ich jetzt gerade in die falsche Richtung? Was für mich vollkommen in Ordnung wäre. Aui! Nein. Ich renne mal weiter weg, ne? Oder? Glaube ich, ist glaube ich besser. Es ist der richtige Weg, den ich gerade gehe. Das sieht auch überhaupt nicht brüchig aus hier, ne? Da wird bestimmt nichts passieren. Hui! Das hat auch ein bisschen was von Yellow... Oh, Pilze, wie geil. Von Yellow Submarine hier, wie die Bäume hier aussehen. Auch wieder jetzt hier die große Preisfrage, rechts oder links? Oh, ist überfordert mich nicht, dass ich mir die Wahl zulassen. Das ist doch Käse. Ich habe halt nur die Befürchtung, den richtigen Weg zu gehen und dann irgendwas zu triggern. Dass ich dann nicht mehr zurückkomme. Aber schöne Welt. Die machen Geräusche, die Dinger. Aber die kamen jetzt auch nur aus dem Controller leider nur. Ich gehe doch nach rechts, komm. Tut mir leid, hier ist mir zu viel Leben. Oh, Entschuldigung. Ich mag den PS5-Controller doch schon irgendwie. Jetzt habe ich übrigens auch eine grüne Farbe auf meinem Controller. Bin bereits beim letzten Mal hatte ich ja noch so ein Rot-Rosé-Gedöns. Ja, komm, wir werden hier bestimmt auch noch jemand finden. Hoffe ich zumindest. Ich hätte einfach nur bis zu dieser scheiß Säule gehen müssen. Ich glaube, hier habe ich gesagt, oh, ich drehe, glaube ich, lieber um. Es ist so schlecht, okay. Ja. Nee, aber gerade wenn natürlich der Hintergrund so leer ist, ne? Dann habe ich immer die Befürchtung, ah, vielleicht kommt gleich wieder eine Rutschpartie und dann komme ich nicht wieder zurück. Drehe sie mal lieber um. Und ja, dann kann halt sowas halt passieren. So leid es mir tut. Quietsch, quietsch. Ich mag die Viecher. Aber das hört ihr leider nicht, ne? Wie gesagt, das muss ich auf jeden Fall nochmal einstellen. Gerade wenn ich auch bei den PS5-Spielen bin. Libellen haben wir hier. Dragonflies. Ne, das ist auch nichts. Sieht ein bisschen haarig aus, ne? Finde ich. Ich hab aber auch so ein ähnliches Spiel gespielt wie Gris. Wobei ich das hier tausendmal professioneller finde. Oh, wie hieß das? Irgendwie Höhe? H-O-E? War auch irgendwie so ein kurzes Spiel, also auch ziemlich ähnlich gehalten. Aber wie gesagt, das hier wirkt tausendmal professioneller und auch besser. Weil das andere war ziemlich verbuggt. Laufen die jetzt alle weg, die Pilze? Oh, bitte. Lauft! Du, da liegt direkt am Mega Man, ey. Also bisher gab es noch nicht viel zu finden. Also die ganzen Tiergeräusche, die kommen alle durch den Controller übrigens. Wo bist du denn? Aber ich mochte den doch. Auch der hat Geräusche gemacht. Ah, komm. Ein Doppelsprung wäre ganz nice. Den würde ich auf jeden Fall gerne noch lernen wollen. Welche Tierchen krabbeln da auch die Blätter hoch? Sind das Blätter? Keine Ahnung, die dreieckigen Sachen, die da von den Bäumen hängen. Geht auf jeden Fall immer tiefer in den Wald rein. Ich denke mal, ich soll da dem Typen hier irgendwie folgen. Ach, guck mal, sogar ein bisschen Zivilisation haben wir hier am Start. Nice. Und so wie es aussieht, haben wir auch hier Fische im Himmel. Auch nicht schlecht.
Ah, da oben haben wir wieder diese pewigen Blogse. Okay, das ist natürlich auch ganz nice, ne? Dass man in der einen Form hochrennen kann und in der anderen Form, der dann komplettiert wird. Ah, hier oben gibt es auch nichts zu holen, hier unten meine ich. Ja gut, dann gehen wir oben weiter. Ich denke aber, ich werde dann wahrscheinlich eher den rechten Weg erstmal. Nein, ich muss sowieso den kompletten Weg gehen. Okay, perfekt. Sehr nice. Bleib so, wie du bist. Bleib hier. Oh Gott. Ja. Hopp. Ah, warte, warte. Nee, 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 nee. Ich will da nochmal hoch. Ich will da nochmal hoch, weil, gerade der letzte Block. Ich glaube, ich muss da, oder ich möchte da, glaube ich, drauf springen, wenn er komplett ist. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wieso. Scheiße! Nein! Okay, okay, alles klar, wir kriegen das hin, auf jeden Fall. So. Okay. Ja, genau so. Zack. Nein! Okay, das war doch umsonst, glaube ich. Aber ich habe alles gegeben. Das kann man mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich nicht alles gegeben hätte. Können wir mal so einen Schüssel mal denken. Und weiter kommen wir auch nicht. Das heißt, wir müssen da hoch. Dankeschön. 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 Kriegen wir direkt wieder Bock auf Mega Man. Ohne Scheiß. Oh, in die Nase juckt. So. Dankeschön. Ups, okay. Du bleibst wenigstens so, wie du bist. Das ist nett. Hui! Scheiße, okay. Nein! Nee, ich will auf jeden Fall rechts rum. Ach, Mann, ich habe ja gesagt, Dashen wäre so nice hier, ne? Mann. Egal. Dankeschön. Dankeschön. Werd bitte voll. Werd bitte voll! So. So. Hup. Okay. Das habe ich bisher nicht geschafft gehabt, okay. Wie, warum das denn nicht? Wie schlecht bin ich denn? Ach, es ist so dumm. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Also ich bin dumm! Nein, okay. Ich hätte es einfach richtig machen können von vornherein. Hätte ich auch keine Probleme gehabt. So, dankeschön. So, so nämlich. Achso, man hätte den Sprung sogar direkt schaffen können. Yes! Okay, du gehörst mir, du kannst mir nicht mehr genommen werden. Punkt aus Ende. So. Dann können wir jetzt auch mit gutem Gewissen weitergehen. Hallo, was geht? Vogelgezwitscher, was ihr jetzt gerade leider wieder verpasst. Okay, da ist nichts mehr. Das heißt, dann gehen wir hier einmal runter. Oh, ein Apfel ist da runtergefallen. Ey, ist meiner. Das ist für euch wahrscheinlich ziemlich surreal oder beziehungsweise etwas irritierend, dass ihr den Sound von den ganzen Geschehen hier gar nicht mitbekommt. Weil da ist viel Sound, was über den Controller läuft. Ey! Als ob ich dich nicht sehen würde, Junge. Huh? Moment. Nee, der macht tatsächlich Geräusche, wenn ich auf den drauf gehe. So, der quietscht so ein bisschen vor sich hin. Vor allem der Apfel kam nicht. Ich habe den Apfel nicht fallen lassen, sondern der Baum. Der Baum müsste dein Freund sein, nicht ich. Kann man da hoch? Nee. Leider nicht. Okay, die geht unten lang, ich gehe dann oben weiter. Ist in Ordnung. Ach, okay, ich soll wahrscheinlich füttern. Ja, bitteschön. Guten Appetit. Der muss jetzt aber nicht alle Äpfel bekommen, die hier auf den Bäumen hängen, oder? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Einfach nur, damit er so voll ist und nicht mehr weglaufen kann. Na komm. Ein bisschen schneller darfst du schon agieren. So, fupp.
Ist das hier nochmal ein? Der letzte für dich. Das war der letzte, oder? Oh, aber mal kurz strecken. Oh. Es sieht danach aus, ja. Und jetzt? Ist da doch noch irgendwo einer? Der kann sich nicht mehr bewegen, weil er zu fett ist. Ja. Oder hast du mich jetzt einfach gern? Der mag mich ja doch, okay. Ah, okay. Alles klar. So. Ich weiß nicht genau, war jetzt hier schon ein Speicherpunkt, aber ich denke mal, der wird jetzt jeden Moment kommen, weil ich würde jetzt nämlich für heute tatsächlich aufhören wollen. Mit 5 Parts ist eigentlich immer auch eine solide Menge für eine Aufnahme. Ja, erster Eindruck, ziemlich geil, muss ich sagen. Mir gefällt das Spiel richtig gut. Sowohl, ich sag mal, von der Grafik her und von der ganzen Aufmachung her, als auch vom Sound her. Soundtrack passt zum Geschehen und auch die Geräusche, die sonst kommen, die ihr jetzt leider nicht gehört habt, höchstwahrscheinlich, sind sehr passend zu dem, was man sieht. Das Ding hier macht voll die süßen Geräusche. Ist ja auch, also passt ja auch zur Optik, ne? Und, ja, ich gucke auf jeden Fall, dass wir bis zum nächsten Mal, dass das irgendwie hinbekommen. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Einstellungssache in der PS5. Dass der Sound nicht mehr über den Controller kommt, sondern über die Lautsprecher, weil dann hört ihr nämlich auch, was dann passiert. Gut, ja, das war's auf jeden Fall für heute mit Gwiz. Ja, wie gesagt, 5 Parts geschafft. Erster Eindruck richtig gut. Und ja, ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird, welche Farben wir noch finden werden und vor allem, wie viele Sterne uns am Ende noch fehlen werden mit den Sachen, die ich natürlich dann verpasst habe. Ne? Gut, also dann haut rein und danke fürs Einschalten. Erstmal natürlich, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Tschüss.